Bitte schön, weide deine Augen an diesem stümperhaften Machwerk. Tröger brauchte einige Sekunden, bis er entschlüsselte, was das Bild darstellen sollte. Der Achterbahnfahrt der Pinselschwünge folgend, überkam ihn eine jähe Erleuchtung. Er sah Wasser, viel Wasser, das alles dominierende Element an sich. Aber es war nicht das vertraute, erquickende und labende Material, was er sah, nicht die Grundlage, die Voraussetzung allen Lebens, sondern er sah etwas Bedrohliches, Unberechenbares. Was ist das schon? Ein Wort mit vier Buchstaben. Manch einer denkt dabei an einen alten Mann mit weißem Bart und irgendwo auf Wolke 7. Das ist Schwachsinn. Für mich ist es nicht unbedingt ein Wesen namens Gott, das momentan zum Gegenschlag ausholt, sondern die Natur. Inwiefern es einen Unterschied zwischen beiden gibt, sei mal dahingestellt. Aber die Leute hier scheinen an ihren Gott zu glauben. Freilich, und deshalb muss ich es auch tun. Selbst wenn es ihn nicht gibt, muss ich so tun, als ob. Und nicht nur wegen der anderen. Damit sie an dich glauben? So ungefähr. Moser drehte sich auf die andere Seite. Schlaf jetzt,